Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge LS22 von der Galgenberg. Ja, die Karte hat ein Update bekommen. Laut Yogi neues Safe Game erforderlich. Wir haben es jetzt erstmal bleiben lassen. Und gucken mal, was hier so möglich ist. So, das haben wir alles weg. Ich wollte Honig verkaufen. Dann wollte ich zur Dings hoch. Wo ist denn der Stapler? Wo ist der Stapler? Dann wollte ich das ganze Zeugs irgendwo verkaufen. Mal schauen. Ich glaube, die Kühe muss ich machen. Was auf jeden Fall geändert wurde, ist das da. Hier war ja die Plane relativ komisch. Und das ist auf jeden Fall besser geworden. So, wo ist mein Gabelstapler? Da war doch letztens der Helfer mit unterwegs. Ich habe... Naja, klar. Muss der ja hier noch irgendwo stehen. Die haben übrigens die Baustelle abgeräumt hier. Aber, naja. Ganze Scheiße liegt noch auf der Straße, ey, ganz ehrlich. Man hätte das, ja. Zu manchen Baufirmen muss man einfach nichts sagen, ne? Man hätte ja das mal da wegfegen können, ne? Und wisst ihr, was ich da mache? Dann werde ich diese beiden komischen Rasenmäher da verkaufen. Ganz ehrlich, wenn derjenige, ich meine, der Gelbe ist meiner, den brauche ich auch nicht. Und, aber wenn derjenige sein Ding hier nicht abholt, dann ist es weg. Kriegen wir das aus der Innenperspektive hin? Mal gucken, ob das klappt. Ich habe keinen Stapler. Meine Schwester hat einen, die könnte das. Wow. Das Ding wird... Was ist das denn hier? Das Ding wird sowieso gleich einfach mal irgendwie wo verschwinden, nehme ich mal an. Ich habe einfach eigentlich Autoload, aber egal. Dann machen wir es anders. Dann machen wir es professionell. Warum rollt der immer so schnell rückwärts? Ist auch nicht normal. Das Thema hatte ich schon mal, aber woran lag das? Obwohl, jetzt steht er. Ich glaube, ich muss mal für das Lenkrad, für die Pedalerie einen Totpunkt einstellen oder so. So. Warum fährt der sofort rückwärts, wenn...
Wow. Okay. So, fahren wir mal hoch zur Konservenfabrik. Und dann holen wir die Konserven da weg. Irgendwie knattert das in meinem Kopfhörer. Das ist ein bisschen, mein Hörgerät knattert. Das ist nicht angenehm, ist das. Hi. Ja. Ist überhaupt safe? Ach, ich bin ein Depp. Ich muss mal ganz kurz was machen. Ich hatte das doch gestern runtergestellt, weil mir das zu laut war. Wo war denn das? Das muss hier gewesen sein. Galgenberg schwer an. %, 50%. Da. So. Jetzt ist besser. Ja, ist wohl Ferienzeit, ne? Fahren kaum Autos hier. Hier stehen Anhänger rum, da weiß ich nicht mal, wen die hören. Die ist, ja. Was willst du sagen? So, dann lad mal. Ach so. Kerl, das Thema hatte ich schon mal. Was ist denn das? Das war irgendwie mit dieser automatischen Umkehr. Das ist doch schlimm. Aber warum ist das auf einmal dann wieder aktiv? Was soll das? Tiefenschärfe, das ist ja. Genau, hier sind die Einstellungen. Das hatte ich schon mal. Auspuffeffekt, ne? Okay, ruhig einschalten. Sofern vorhanden. Gut, das Elektroding hat eh keinen Auspuff, aber trotzdem. Lenkgeschwindigkeit, Kamerageschwindigkeit, dynamische Fahrzeugkamera, Hektar, bla bla bla. So. Stop-and-go-Bremse an der Verlängerung, Spritverbrauch normal, Helferbetankung ist okay. Ladewagen, Kauf bei Prioritätssystem, Einkaufspreise, Wartungsintervall. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo irgendwas gedrückt oder so. Man weiß es nicht. Das Lenkrad steht nicht ganz klar, aber das ist, naja, egal. So, was wollte ich jetzt? Ich habe meine ganzen Suppen, die ich verkaufen will. Honig lassen wir mal hinten dran. Also. Pastinake. Traubensaft. Das sind Suppen. 778784. Kindergarten 787, das Bio-Lädle. Nee, ich glaube, wir fahren das zum Kindergarten. Karottensuppe.
Kindergarten ist gar nicht so schlecht. Ich muss mal gucken, ob ich den finde. Der fährt auch einfach, aber warum? Warte mal, ich lenke mal. Okay, ich fahre vorwärts. Irgendwas stimmt da nicht. Kindergarten, ja, wo ist der? Da ist das Sägewerk. Das ist auch nicht der Kindergarten. Hier ist ein Supermarkt. Da ist das. Ha. Den Kindergarten nicht. Oh, jetzt habe ich. Eieieiei. Ich meine, der steht aber auch beschissen da. Ne? Das ist, müssen wir ja mal so sagen. Der müsste hier sein, der Kindergarten, oder? Bis ich den gefunden habe, ist die Suppe schlecht. Das hatte ich schon mal, Mensch, aber wo? Das muss ich beheben. Das geht so nicht. Schwierigkeitsgrad, Schwerverkehr ist an. Schmutz, Motorstart aus. Wenn du Stop and Go gedrückt hältst. Ach so, warte mal. Naja, wenn ich Bremsen gedrückt halte. Okay, soweit klar, aber das ist ja nicht das. Mensch, Mensch, Mensch. Ja. Ja, servus, der Oberleitner. Moin. Du, ich habe mal eine Frage. Ja. Du hast da einen Gehweil. Ja. Du hast ja, doch und Gehweil, du hast doch die Gehweil mit dem na, sag schnell. Hier schnell. Mit Bunker, ne? Mit Bunker halt. Ja. Ja, Kundi A Zuckerrübenschnitzel. Ich denk schon. Was macht die mit den Zuckerrübenschnitzel, wenn das Silageballen oder was wird denn das dann? Wird das Zuckerrübenschnitzelballen da kommen Ballen, kommen dann da raus. So, ne? So eingewickelt, ja, das schön. Das ist mir schon klar, dass die gewickelt werden, weil das ist ja eine Presswickelkombination. Ja, genau, siehst du. Ja, was fragst du denn dann?
Ja, aber kommt da eine Folie rum oder kommt da bloß ein Netz rum Nee, da kommt Folie rum, kommt da. Du machst ja Schnitzel da rein, da kommt Folie rum. Ja gut, also den Schnitzel kannst du ja, da gibt's Schnitzelbein. Also du, da kommt, ne? Genau, also Folie, da kommt da rum, kommt da. also da kommt Folie rum. Da kommt eine So. Folie rum, ja, genau. Die Silie-Folie kommt da rum. Ja, genau, eine Silierfolie, richtig, so eine weiße Ja. eben, nicht, oder pink, oder, ne, ja. Ja, aber was passiert dann mit den Ballen? Bleiben die dann trotzdem Schnitzel oder gären Nee, die? das gärt doch in der Wärme, Menschenskinder, Junge. Also habe ich dann Zuckerrüben-Silage-Schnitzel oder Du was? hast dann quasi Silage, ja, genau. Das ist Kacke. Brauche ich nicht. Ja. Was willst du denn mit dem Schnitzeln? Dann pack die doch so in den Hänger. Ja, bleibt mir ja nichts anderes übrig. Eigentlich wollte ich sie in handliche Ballen haben, ne? Aber wenn das ja Silage wird, brauche ich die natürlich nicht. Ja, ich glaube, ich habe mein Auto gerade repariert. Ich muss mal gerade was gucken. Ja. So, einsteigen, vorwärts fahren, anhalten. Ich brauche jetzt erstmal Equipment bestellen hier. Nee, das war es doch nicht. Jetzt ist er ganz kaputt. Mann! Ja, mein Auto fährt immer von alleine rückwärts, wenn ich anhalte. Ein Panda oder ein Tiger? Niemand. Panda oder Tiger? Und jetzt fährt er nur noch vorwärts. Ist doch doof. Also Tiger hat mehr. Mehr. Ich kam, wow. Man hat's ja, ne? Warum fährt er immer rückwärts, sobald ich vom Gas gehe? Kannst du mir das mal erzählen? Ja, was ein Fendt ist, soll schon Es ist sein. kein Fendt. Du weißt überhaupt nicht, wo ich drin sitze. Das macht jedes Auto hier. Was das macht jedes Auto hier? An mir Ja. stand hier eindeutig am Bediener. Also ich halte jetzt an und dann fährt er automatisch rückwärts. Ist ja Vor allem, klar. oder auch wenn ich vorwärts fahre, bis der bremst, da vergehen Jahre. Okay. Also ich habe keine Ahnung, was das ist, du. Hast du das Du. auch? Nee, hab ich nicht. Bist du heute überhaupt schon Auto gefahren? Nur Trecker, ja. Und wenn du mit dem anhältst, dann hält er auch an. Dann hält er an, dann bleibt er stehen. Komisch. Wenn ich jetzt mit dem Ja. hier anhalte, dann fährt er anschließend direkt mit Vollgas rückwärts. Und ich weiß nicht warum. Da ist irgendwas kaputt. Das Problem habe ich nicht. Merkwürdig. Ich weiß nicht, wo der Kindergarten ist. Das regt mich schon wieder auf. Über dir. Kindergarten ist über dir. Hä? Was über mir? Ja, über deinem Hof ist der Kindergarten. Über meinem Hof ist der Himmel, da ist kein Kindergarten, du. Man spricht davon. Hä? Was? Immer, was willst du von mir? Ich hab's vergessen. Genau. Ich ja, immer, also. Ich such den Kindergarten und er erzählt mir was vom Himmel, du. Merkwürdig. Ja, dann leg dich wieder schlafen, du. Ja, mal jetzt auch. Es Gute ist Nächte. besser. Gute Nacht hier. Was wollte der jetzt von mir? Na, was sollen wohl er aus der Göweil rauskommen, wenn er da Hackschnitzel reinschmeißt? Da kommt Folie rum und dann gammelt das Zeug immer. Der hat aber auch Ideen. Wie will sollen das in so einer normalen Netzfolie halten? Ich meine, das Zeug gammelt ihm auch in seinem Anhänger. Mal davon ab.
stehe nicht auf dem Gas. Ich bin komplett vom Gas runter. So, jetzt steht er. Und fährt rück. Das müsst ihr euch mal rein. Ich muss mal eben was machen. Wartet mal. Das geht ja gar nicht hier. So. Wenn er gleich ein Palüm Palüm hört, dann wisst ihr Bescheid. So. Mal einmal neu initialisieren. So. Er tut's trotzdem noch. Warum? Also ich weiß jetzt nicht, was der Oberleitner von mir wollte, du. Ist das denn dieses Stop and Go oder was ist das? Ist doch nicht mehr normal. Richtungswechsel automatisch. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich verstehe das nicht, Leute. Ich verstehe es nicht. Spracheingabemodus aus. Wartet mal. Eine Sache fällt mir doch gerade ein. Also rückwärts gehen, SW, dann würde hier irgendwas klemmen. So Fahrzeuge. Nach unten sehen, nach rechts sehen. Hupen. Ja, es ist ein bisschen blöd jetzt, aber das war heute Nachmittag noch nicht. Das ist jetzt nur auf dieser Karte. Das könnte natürlich damit zu tun haben. Wir haben ja neu oder beziehungsweise die Karte aktualisiert, dass das mit dem Safe Game zu tun hat. Vielleicht hätten wir doch ein neues Safe Game machen müssen. Ich weiß es nicht. Das sind die ganzen Kräne, Spiel pausieren, Kupplung umschalten, links, warte mal, Gang hochschalten, Gang runterschalten. Kannst du nicht mal löschen? Wartet mal. Das ist ja cool. Nie gesehen. Okay. Oh, das ist geil. Hui, hui.
Okay, ich muss gucken, wo der Kindergarten ist auf dieser Karte. Ich muss da jetzt hin, ich muss das Zeug abladen. Das geht alle nicht, du. Also, wir sind irgendwo auf dieser Karte. Wir sind hier irgendwo hier oben. Und dann muss ich zur Ellie. Ich muss gucken. Ich könnte auch schon längst da sein. Ich muss gucken, was sie macht. So, ich bin jetzt hier. Da ist die Suppenfabrik, Hof Saum, genau. Kindergarten, da. Markierung. Machen wir doch jetzt mal. Vielleicht finde ich den ja jetzt. Sag mal, hier bin ich doch eben 10-mal dran vorbeigefahren. Ah, jetzt hier, jetzt gibt's ja aber lecker Suppe, du. Warum habe ich jetzt leere Paletten hier drin? Das ist doch alles nicht mehr wahr. Aber, liebe Leute, ich jetzt hier in diesem Graben verstecke. Ich bedanke mich für heute bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ja, wünsche euch einen schönen Morgen, Abend, was auch immer, wann auch immer ihr das guckt hier. Baustelle vor unserem Haus ist weg. Und wir schauen mal, ob es in der nächsten Runde wieder etwas koordinierter zugange läuft. Und ja. Bis dahin erstmal, ciao, ciao, macht's gut, bis dahin. Tschüss.